Gib dem Gegner die Chance, Fehler zu machen. Was geht ab, lieber Tennisfreund? Du bist wieder gelandet bei meintennisgame.de. Mein Name ist Markus und in diesem Video will ich dir drei ganz einfache Tipps mit auf den Weg geben, wie du es schaffst, viel weniger unvermeidbare Fehler zu machen. Denn du weißt doch, wer weniger unvermeidbare Fehler macht, der wird wahrscheinlich das Match gewinnen. Also, bleib dran, bis gleich. Wenn dich das Thema Tennis online lernen, Tennis verbessern interessiert und du Stück für Stück der beste Tennisspieler werden willst, der in dir steckt, dann abonniere mal den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Und jetzt geht's los. Tipp Nummer 1 für weniger unvermeidbare Fehler. Check deine Tennistechnik vor dem Match aus und akzeptiere den Ist-Zustand. Ich erlebe viel zu oft, dass Schüler in Matches anfangen zu hadern mit ihren Schlägen. Meine Vorhand kommt nicht, meine Rückhand kommt nicht, was mache ich beim Rückhand-Slice falsch, warum geht mein zweiter Aufschlag dauernd ins Netz und aus? Erstens, das kannst du jetzt nicht ändern. Das ist so, wie es ist. Du musst damit klarkommen. Denn wenn du nicht damit klarkommst, wirst du weiter Fehler produzieren. Du wirst weiter darüber nachdenken, warum kommt mein zweiter Aufschlag nicht? Warum verlässt mich meine Vorhand heute? Und je mehr du darüber nachdenkst, desto mehr wirst du in diesen Abwärtsstrudel gerissen, desto mehr Fehler wirst du machen und du wirst überhaupt nicht in die Lage versetzt werden, das Match taktisch so aufzuziehen, dass du überhaupt eine Chance hast. Wenn du in ein Match gehst, musst du erstmal deine Tennistechnik akzeptieren, so wie sie ist. Was du aber machen kannst nach dem Match, in einer vielleicht zwei, drei Tage später sachlichen, objektiven Analyse deines Spiels, stell fest, was war denn jetzt wirklich schlecht? War die Vorhand nicht gut? War der Aufschlag nicht optimal? Dann arbeite daran. Das wäre wirklich mein Tipp Nummer 1. Also akzeptiere den Ist-Zustand und arbeite daran. Arbeite an deiner Vorhand, an deiner Rückhand, an deinem Aufschlag, an deinen Schwächen oder auch deine Stärken zu verbessern, damit du diese Unsicherheiten im Match loswirst. Bei mir war es früher auch so. Ich habe als Jugendlicher eine grottenschlechte Rückhand gespielt, hatte immer Angst, bin immer zurückgefallen und habe immer defensiv gespielt, habe hinten am Zaun geklebt und bin 3 Stunden hin und her gerannt, nur um die Bälle irgendwie reinzukullern, in der Hoffnung, der Gegner macht einen Fehler, bis ich mir dann, je älter ich wurde, eingestehen musste, ey, du musst da was ändern. Du kannst ja nicht mit 40 immer noch hinten am Zaun kleben und die Bälle irgendwie reinspielen. Nein. Also habe ich mich daran gehalten, habe mich gezwungen, meine Technik zu verbessern und habe dann angefangen, die Rückhand auch mal früh zu nehmen, auch mal aggressiv zu spielen, auch mal mutiger zu spielen. Und das würde ich dir mit auf den Weg geben als Tipp Nummer 1. Achte oder pflege deine Tennistechnik, versuch dich ständig zu verbessern, damit dein Handwerkszeug, mit dem du in das Match gehst, einfach solider und besser ist und du wirst viel, viel mehr Selbstvertrauen mitnehmen aufs Feld, weil du einfach weißt, was du kannst, wozu du imstande bist. Da bist du übrigens hier auf dem Kanal genau richtig, denn hier möchte ich mit dir zusammen dein Fundament so verbessern, dass du ein kompakterer und allumfassender, besserer Tennisspieler wirst. Tipp Nummer 2, ziele auf große Flächen. Was meine ich damit? Wenn du Vorhand Cross spielst oder Rückhand Longline oder welchen Schlag auch immer, dann nimm dir nicht vor, die Linie zu treffen und nimm dir nicht vor, den Ball direkt in die Ecke zu spielen. Kein Tennisprofi auf der Welt macht das. Selbst wenn die dauernd die 5-mal in Folge die Linien treffen, die wollen das nicht. Sie nehmen es gerne mit, ja, weil Linie ist Linie, aber sie wollen da nicht hinspielen. Sie wollen immer so ein Stück mindestens vor, neben die Linie spielen, ja, damit der Ball immer safe, also sicher im Feld ist. Und das musst du auch machen. Nimm dir also die Marge, die für deine Spielstärke auch passt. Also wenn du jetzt noch ein relativer Anfänger bist, so Vereins-Freizeit-Level, dann nimm dir bitte nicht vor, Vorhand Longline so ein Stück an die Linie zu spielen, sondern nimm dir vor, den einfach in die Hälfte zu spielen, in die Longline-Hälfte. Also wenn du das Feld in der Mitte teilst, dass du dann einfach in die rechte Hälfte spielst, wenn du Vorhand Longline spielen willst. Das reicht erstmal. Oder wenn du Cross spielst, dass du in die Cross-Hälfte spielst. Genau das gleiche mit der Rückhand. Also nimm dir bitte nicht vor, präzise, millimetergenau zu spielen. Das macht kein Profi, auch wenn das so aussieht. Und das kannst du auch von den Profis lernen. Die versuchen wirklich immer sicher zu spielen, Prozent-Tennis zu spielen. Und je besser du wirst, je besser dein Tennis-Fundament wird, je besser deine Tennistechnik wird, je besser dein Topspin-Schlag wird, je besser deine Bewegungsabläufe werden, desto präziser wirst du automatisch spielen können und desto mehr wirst du dir auch zutrauen. Das passiert aber automatisch. Das solltest du wirklich von deinem Könnensstand quasi abhängig machen, ja? Und das wäre also Tipp Nummer 2, Spiel auf große Zielflächen.
Tipp Nummer 3, gib dem Gegner die Chance, Fehler zu machen. Spiel das, was taktisch am sinnvollsten ist. Viele versuchen, irgendwas Besonderes zu spielen. Sie versuchen, nach dem ersten Vorhand-Cross gleich den Vorhand-Longline-Schuss anzusetzen und brettern das Ding so ein Stück übers Netz, die Linie entlang und freuen sich, wenn dann einer von 10 kommt, geben sich die Faust und sagen, yeah, ich habe einen Winner geschlagen. Ja, einen von 10. Und die anderen 9, was ist mit denen? Das bringt nichts. Ne? Also wenn du versuchen willst, weniger vermeidbare Fehler zu machen, dann spiel mal Prozent-Tennis. Und ein Vorhand-Longline-Schuss knapp übers Netz, dicht an die Linie, ist sehr, sehr selten taktisch sinnvoll. Auch wenn es bei den Profis richtig geil aussieht und man denkt, ja Mann, so spielt man Tennis. Nein, das machen die auch nicht so oft, wie man glaubt, dass sie es machen. Deswegen spiel lieber langweiliges Tennis. Spiel langweilig 10-mal Vorhand-Cross. Spiel langweilig Vorhand-Longline, halben Meter, Meter übers Netz, Meter ins Feld. Spiel langweilig. Spiel keinen Stopp mit dem zweiten Schlag, der nur 3-mal von 100 kommt. Spiel keinen Rückhand-Longline-Schuss. Mach das nicht. Spiel mal langweilig. Das ist der allumfassende Bonustipp, den ich hier an der Stelle sagen möchte. Viele glauben, sie müssten das Spiel, das Tennisspiel, aktiv gestalten und es aktiv gewinnen. Es ist auch nicht so falsch, aber vor allem heißt es aktiv verlieren. Die meisten Spieler verlieren aktiv, auch jeder Profi. Was meine ich damit? Aktiv verlieren heißt, wer mehr Fehler macht, verliert. Oder umgekehrt, wer weniger Fehler macht, gewinnt. Das heißt jetzt nicht, dass du wie jemand, der stundenlang Mondbälle spielt, spielen sollst. Aber es ist tatsächlich ein probates Mittel, um erstmal mehr Erfolg zu haben. Also wenn du mehr Spiele gewinnen willst, spiel langweilig, spiel auch mal einen Ball hoch rein, spiel mal den Ball einen Meter vor die Linie und nicht immer an die Linie. Spiel das, was dein Gegner spielt, spiegel ihn. Wenn er Cross spielt, spielst du Cross. Das wäre Tipp Nummer 3. Ich fasse alle 3 Tipps nochmal für dich zusammen. Erster Tipp, arbeite an deiner Technik. Das ist das Beste, was du machen kannst, deine Technik, dein Fundament der Technik zu verbessern. Tipp Nummer 2 wäre, spiel auf große Flächen. Visier nicht die Linie an, mach hier keine Faxen, sondern spiel den Ball mal mit einer großen Marge ins Feld. Tipp Nummer 3, spiel langweilig. Spiel den Ball einmal mehr ins Feld als dein Gegner. Spiel einmal, 3-mal mehr Cross als Longline. Spiel nicht so viele verrückte Stops. Stürm nicht ans Netz wie ein Wahnsinniger. Spiel langweilig. Und wenn du diese 3 Dinge auch nur ansatzweise mal implementierst und versuchst, von diesen 3 Dingen mal ein bisschen was umzusetzen, du wirst merken, du wirst automatisch mehr Matches gewinnen, mehr Punkte gewinnen. Dadurch wirst du mehr Selbstvertrauen kriegen, du wirst mehr taktische Mittel zur Verfügung haben, weil du merkst, hey, wenn meine Basis das Reinspielen erstmal ist, dann kann ich mich ja da zur Not mal darauf zurückziehen und erstmal wieder ein bisschen Luft holen und Rhythmus kriegen. Also diese 3 Dinge sind so essentiell, dass sie dazu führen werden, dass du mehr gewinnst. Ganz einfach, du wirst weniger Fehler produzieren und dadurch wirst du mehr gewinnen. Ganz simpel. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video helfen konnte. Wenn ja, dann gib mir bitte ein Like, damit der YouTube-Algorithmus sich freut und das Video überall anzeigt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Mein Tennis Game. Bis dann, Markus.